werdet Glied der großen deutschen Volksgemeinschaft. An unforgettable impression of a nightmare. Das ist ein Albtraum, unvergesslich, was eben ein totalitäres Nazi-Regime unter Glück für die Massen versteht. Das ist ein einzigartiger Ort, weil diese Ruine stehen geblieben ist. Also weil sie halt das überlebt hat alles. Ja? Weil Steine irgendwie wie Pyramiden, die bleiben einfach stehen, ja, und sprechen selber, erzählen Geschichten. Das ist wie im dunklen Wald irgendwo am Meer steht was von der Vergangenheit spricht und selber spricht. Diese Orte sind nicht nur Erinnerungen an Vergangenes und die dort getroffenen Entscheidungen. Sie hören nicht auf, uns zu verfolgen und sich drohen, vor uns aufzubauen. So wie dieses Gebäude aussieht, ist da mehr als ein Geist. Es ist das gebaute Böse. Prora war nie eine Leiche. Nein, war vielleicht ruhend und war vielleicht schlafend, dieses Gebäude, aber war nie tot. Prora ist anders. Es ist keine Ruine, es erwacht wieder. Das macht mir Angst. Rügen, dicht an der Ostsee. Viele Mythen ranken sich um Prora. Deutsche Mythen. Der Koloss von Rügen, das Monster am Meer, der Klotz des Führers. Der Grundstein von Prora wurde nie gefunden. Überreste von Block 0. Dem ersten von 8 Gebäudeblöcken. Ergebnis missglückter Sprengversuche der Roten Armee, die 1949 versuchen, den Rohbau zu beseitigen. Prora ist unzerstörbar. Ein weiterer Mythos war geboren. Nehmen die Nationalsozialisten an der Ostküste Rügens ein Bauprojekt in Angriff. Das Seebad der 20.000. Die Idee stammt von Hitler selbst. Bauherr, die NS-Massenorganisation, Kraft durch Freude. Es soll das größte und gewaltigste von allem bisher Dagewesenen werden. Ziel? Die Volksgemeinschaft zu stärken, um gegen den Rest der Welt in den Krieg zu ziehen. Da zählt nur eines: Größe. Es ist das längste Gebäude der Welt. Ein 4,5 Kilometer langer Gebäuderiegel an einem der schönsten Strände Deutschlands. Prora ist eine der größten architektonischen Hinterlassenschaften der Nationalsozialisten.
und die letzte, die noch nicht in eine neue Nutzung überführt worden ist. Bis jetzt. Köln. Das Archiv des Fotografen Wim Cox. Der Niederländer war in jungen Jahren Assistent eines Architekturfotografen, der in Prora gearbeitet hatte. Originale aus den Jahren 1936 und 1939. Die Pläne des Prora-Architekten Clemens Klotz gelten als verschollen in den Kriegswirren. Auf den Fotos haben sie überlebt. So, und hier ist der Bauplan. Es sind also die Originalpläne von dem Seebad Rügen, die von Klotz gezeichnet worden sind. Ein Schatz. Der geplante Festsaal in Prora. Prora dient der Inszenierung der Nationalsozialisten, ihrer Kriegs- und Propagandapolitik. Auf der Insel Rügen entsteht das größte und schönste Seebad der Welt. Die Gebäude haben eine Frontlänge von 6 Kilometern. Allein dieser Wandelgang ist 2,5 Kilometer lang. Alle Zimmer liegen zur Seeseite hinaus. Der Plan, 1 Million Urlauber im Jahr, 20.000 Menschen in 8 Blöcken mit 6 Stockwerken und je 10 Treppenhäusern. Gesamtfläche 3.500.000 Quadratmeter. Und ein 400.000 Quadratmeter großer Festplatz. So muss es sein. Das ist hier der Versammlungsplatz eigentlich, ja? So, wo Parade und so weiter abgenommen werden. Es ist die Zeit der monumentalen Großbauten für die moderne Massengesellschaft. 1937 klatscht die Welt Beifall für dieses Modell auf der Pariser Weltausstellung. Clemens Klotz erhält den Grand Prix. Hier ist eine Architektur, die nur demonstriert Macht. Mehr nicht. Die Größe, die Länge und Beton, Beton, Beton. Außen gemauert, innen ein Stahlbetonskelett. Man hat versucht, die zu sprengen, aber eigentlich ist das gebaut für die Ewigkeit. Ja? Gebaut für 1000 Jahre. Auch so ein Mythos. 1939 überfällt Hitler Polen. Baustopp für Prora. Polnische Zwangsarbeiter müssen das unfertige Gebäude instand halten. Baukosten rund 240 Millionen Reichsmark. Umgerechnet 1 Milliarde Euro. 9000 Bauarbeiter hatten an dem Seebad gearbeitet. Ein Projekt der Superlative für den Kölner Architekten Clemens Klotz. Er übernimmt Elemente der Architektur der 20er Jahre, modelliert sie um zur NS-Propaganda. Die Ausführung ist billig. Dünne Decken, einfaches Material, keine Wärmeisolierung. Ja, das ist so nett. So sollte es in Wirklichkeit aussehen. Gigantisch absurd. Ein vorläufiger Entwurf. Das Seebad der 20.000 ist die erste Form gewordene Idee von Massentourismus. Kilometerlange Monotonie. Prora verbietet, ins Detail zu gehen. Man muss immer das ganze Große sehen. Da ist kein Detail. Das ist eine absurde Geschichte, die mit der Hölle oder mit dem Gefängnis zu tun hat. Kraft durch Freude soll hier getankt werden, im KDF-Bad. In uniformierten Zimmern von knapp 12 Quadratmetern. Tausende Schlafzellen, alle mit Meerblick, Lautsprecherbeschallung und papierdünnen Wänden. Einer der 8 Speisesäle für jeweils 900 Personen. Kein Platz für Menschen, die die Nationalsozialisten als
jüdische Untermenschen, Schmarotzer oder Volksschädlinge bezeichneten. Schönheit mit schlankem Rumpf und Bauhauslinien für die einen, Demagogie in Stein für die anderen. Keine Schönheit. Und die Ästhetik braucht noch nicht schön zu sein. Aber sie muss gefühlvoll irgendwie nach vorne treten und sie muss gefühlvoll uns irgendwie begrüßen. Das begrüßt kein Mensch, das ganze Gebäude. Es ist kein Gruß. Es ist ein Gruß mit der rechten Hand nach oben. Jeder fühlt sich als gleichwertiges Glied der großen deutschen Volksgemeinschaft, in der es nur einen Adel gibt, den Adel der Arbeit. Hitler Intimus Robert Ley ist Bauherr von Prora, einer der mächtigsten Politiker des Dritten Reiches. Der Führer gab mir damals den Befehl, sorgen Sie dafür, so lautete sein Befehl, sorgen Sie dafür, dass der deutsche Arbeiter seinen Urlaub bekommt, damit er Nerven behält. Nerven behält für das, was kommt. Krieg. Der fanatische Antisemit Ley wird 1945 als einer der Hauptkriegsverbrecher angeklagt. Hier sollte wirklich der sogenannte arische Mensch seinen Urlaub machen können. Dieser Urlaub war Mittel zum Zweck. Es war das Mittel, die Bevölkerung zu kontrollieren. Prora war ja auch nur ein Prototyp. Es sollten ja 5 solche Seebäder gebaut werden, jeweils für 20.000 Menschen. Ein Projekt in der Größenordnung nur vergleichbar mit Germania. Albert Speers Plänen für eine Welthauptstadt. Prora blieb ein Urlaubstraum. Eine Kreuzfahrt mit der Kraft durch Freudeflotte nicht. Taufe dich auf den Namen Wilhelm Gustloff. Verführung. Unterwerfung und Überwältigung. Das macht die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude aus. Als Reiseveranstalter und Tourismusorganisation der Deutschen Arbeitsfront findet sie auch international Beachtung. Das größte Freizeitwerk der Welt befördert auf rund 700 Seereisen fast 1 Million Menschen. Auch hier in Prora sollten sie anlegen, die KDF-Schiffe. Die Gustloff sollte untergehen. Prora ist geblieben. Geplant als ein Ort für Hitlers Traumschiffe. Für den totalen Urlaub. Prora ist eigentlich das Schiff an Land. Der Urlaub sollte hier günstiger sein. 20 Reichsmark sollte er hier nur kosten. Die Arbeiter hätten sich das leisten können. Die hatten so monatlich einen Verdienst von 130 bis 150 Reichsmark. Und es war eben nicht gewollt, dass KDF-Reisen weiterhin in kleinen Hotels und kleinen Pensionen stattfinden sollten, wie das ja bis dahin auch noch war, sondern das Ziel des NS-Staates war, dass Urlaub nur noch unter völliger Kontrolle stattfinden sollte. Es geht um Entindividualisierung, um die Zerstörung der Privatsphäre. An Land wie auf See. 6.20 Uhr aufstehen. 6.30 Uhr Frühsport, dann Frühstück in 2 Schichten. 13 Uhr Vortrag.
13.30 Uhr vorgeschriebene Mittagsruhe. 15 Uhr politische Schulung, Pflichtprogramme. Gestapo-Agenten zur Bespitzelung immer präsent. Tausende sollten gleichzeitig nebeneinander ruhen. Hier in Prora unter Wärmestrahlern, in den fensterlosen Liegehallen und aufs Meer blicken. Der Einzelne löst sich auf in der Masse. Er geht auf in der Volksgemeinschaft. Das bedeutet Kampfgemeinschaft und dann Verbrechensgemeinschaft. I think Prora embodies the degradation of human beings. Prora verkörpert die Erniedrigung des menschlichen Wesens. Es zeigt, jeder ist nur eine Nummer. Zu verwenden als Vorrat, als Rohstoff, als Objekt für einen anderen Zweck, der auch Objekten dient. Es ist ein inhumanes Projekt, selbst wenn es ironischerweise einen gewissen Modernismus aufweist. Hübsche Fenster, gute Proportionen, Türen, Bauweisen. All das für sich ist unschuldig. Jeder hat das Recht, eine Wand, eine Tür, ein Fenster oder ein Schlafzimmer zu entwerfen. Aber die Struktur von Prora erzählt nicht nur von der bösen Absicht, sondern macht sie deutlich sichtbar. Urlaub in Prora. Heute, 80 Jahre nach Baubeginn, ist das möglich. Er hat dafür gesorgt. Vor rund 10 Jahren ließ der Bund 4 von 5 erhaltenen Blöcken versteigern. Nach langem Leerstand und Verfall. Und einer wagte es. Zuschlag für 2 Blöcke, 500.000 Euro. Block 1 stieß er bald wieder ab. Für Block 2 ist er Projektentwickler. Hat Investoren für Baukosten in Höhe von 90 Millionen Euro. Seine Vision? Ferien- und Eigentumswohnungen. Hotel- und Spa-Bereich. Ich würde niemals jetzt darauf Wert legen, zu sagen, die Geschichte aus dem Dritten Reich ist für uns nicht mehr aktuell. Ganz im Gegenteil. Ja? Ich komme aus einer antifaschistischen Familie. Mein Vater war selber im Konzentrationslager viele Jahre und Antifaschist. Ich habe dazu natürlich noch eine ganz andere Einstellung. Der Vater ist niemand Geringeres als Arbeitersänger und Schauspieler Ernst Busch. Eine Ikone der DDR-Aufbaugeneration, ebenso wie der westdeutschen 68er. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Ich habe gesagt, es muss humanistisch entwickelt werden, dieses Gelände. Die Herausforderung ist ja in der Tat, einen Gebäudekomplex, der mal für 20.000 Leute gedacht war, zu reduzieren auf 3.000 oder 4.000, 5.000 vielleicht. Dann erreiche ich damit eigentlich die Überwindung, ja, dieses nationalsozialistischen Gedankengutes, was ja immer noch hier irgendwo in den Wänden mit drin schlummert. Prora ist doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das letzte Objekt, was aus dieser Zeit stammt, was noch nicht in Nutzung übergegangen ist, in eine heutige. Wir müssen uns irgendwann auch mal davon verabschieden, immer nur die Vergangenheit zu sehen, sondern wir müssen auch mal in die Zukunft gucken. Und wir müssen einfach sagen, jawohl, der deutsche Staat wollte es so, ja, dass es eben halt als Denkmal erhalten bleibt. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir dieses Denkmal auch würdig entsprechend umsetzen. Und dass es entsprechend zu einer würdigen, denkmalgerechten Nutzung geführt wird. Das ist die Aufgabe. Er hat sie angenommen. Andere folgten nach.
1994 wurde Prora als KdF-Bad unter Denkmalschutz gestellt. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Aber vermarkten. In Block 1 werden die baufälligen Liegehallen der Nazis erst abgerissen und dann neu errichtet. Endlich nur noch Gegenwart. Dass man eine Nazi-Immobilie wiederherstellt als Ferienimmobilie, das finde ich irgendwie, verschlägt mir die Spucke. Das ist sowas, dass die Leute das auch mitmachen und das kaufen, ja? Und den Ort kriegt man nicht befreit von der Geschichte, kriegt man nicht. Doch der Verkauf pumpt. Udo Knapp gilt als einer der Ideengeber der Insel. Vor dem Mauerbau ging er in den Westen und wurde der letzte Vorsitzende des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Zwischenstopps bei den Grünen, dann für die SPD Kommunalpolitiker auf Rügen. Ich bin weggegangen aus der DDR, habe diese Geschichte der Bundesrepublik mitgeprägt und komme dann zurück und treffe auf die, die hier geblieben sind. Ist schon, war schon aufregend und spannend. Und geliebt haben die mich hier nicht. Also ich bin immer auf die zugegangen, weil ich so einen ungebändigten Glauben an die Vernunft im Menschen habe oder immer noch habe. Aber die Realität ist eben anders. Ja gewesen, der gesagt hat, reiß das Ding ab. Und ich habe ja eine bestimmte Geschichte, ein bestimmtes Bild von Geschichte. Und ich wollte nicht, dass jede irgendwie übrig gebliebene Ruine, ja, die Menschen daran hindert, den Weg ins Freie zu nehmen und sich eine neue Perspektive zu bauen. Und das hier, also das ist zwar was Schlimmes, was hier steht, es atmet den bösen Geist, ja, aber wenn es nicht mehr da war, dann würde die Welt auch nicht zusammenbrechen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Liebeskind hier was baut, ja. Liebeskind, dann die anderen Großen, die da gebaut haben, Weltarchitekten, hätten nach Binz kommen sollen und hier Architektur, das Zeichen der Moderne setzen. Das Zeichen des Umbruchs. Eines Bruchs mit der ursprünglichen Idee. Was heute aus Prora wird, ist architektonische Moderne. Wie bei DDR-Plattenbauten oder den Bettenburgen großer Urlaubszentren. Es geht um Masse, Funktionalität und Anonymität. Reicht das? Gebäude haben eine Identität. Entweder haben sie eine Seele oder nicht. Es gibt Gebäude, die von außen ganz hübsch aussehen, aber wenn du reingehst, verschlingt es deine Seele. Das dachte ich. Ich war wie erstarrt, als ich vor über 20 Jahren durch Prora lief. Ich träumte dort nicht vom Modernismus. Ich hatte keine Ehrfurcht vor den großen Meistern des Modernismus. Im Gegenteil. Ich dachte, was für einen Horror haben sie hier erschaffen. Jeder Strand ist ein Versprechen auf Freiheit. Hier ist alles anders. Dem Sog kann sich keiner entziehen. Hinter diesem Blick auf das Meer, der einen verführt, liegt das, was einen unterwirft und überwältigt. Fasziniert und verstört.
Ein einfaches, monotones, architektonisches Gebilde. Das ist alles. Eine Sehenswürdigkeit mit leichtem Gruseleffekt. Außen Denkmal, innen modern. 370 schicke Apartments entstehen hier in diesem Block. Er ist der Erste, der hier eine Ferienwohnung gekauft hat. Mit Denkmalabschreibung, versteht sich. Plötzlich wollen alle nach Prora. Kein Wunder. Bei der Aussicht? Wie wir das gehört haben, dass dieses jetzt als Ferienwohnung vermarktet werden soll, haben wir uns schnell entschieden und haben Ja gesagt, weil ich kannte diesen Ausblick. Ich habe hier gedient. Es ist eine wunderschöne Aussicht. Es ist der schönste Strand, den ich kenne. Deswegen haben wir hier gekauft. Dass die Nazis das geplant und gebaut haben, muss ja nicht per se schlecht sein. Die Nazis haben ja auch Straßen, Autobahnen geplant und gebaut. Da fahren wir heute noch drauf. Und KDF, Kraft durch Freude, war ja eine Philosophie, dass man Urlaub machen kann für das Volk und die Nutzung quasi neue Kraft schöpfen. Ja gut, das wollen wir heute auch, die Kraft schöpfen. Erholung ist wichtig. Auch der Kapitalismus braucht die volle Arbeitskraft. Es klingt einfach, aber es ist nicht so einfach. Ein Bauwerk ist Erinnerung. Der Bau selbst ist Erinnerung. Ich will nicht sagen, weg damit, tabula rasa und vergesst es. Man muss mit solchen Gebäuden etwas machen, etwas Sinnvolles. Etwas, das zeigt, die Zeit geht weiter. Hier ist menschliches Bewusstsein und Geist, hier ist Demokratie am Werk. Etwas, das zeigt, hier wird nicht nur einfach ein Gebäude wiederhergestellt, in dem Menschen zu wirklich üblen Zwecken untergebracht werden sollten. Aims in housing people there. Die nächste Diktatur, die in Prora einzog, ließ nicht lange auf sich warten. Mit Gründung der DDR beginnt die zweite, unbekanntere Geschichte Proras. Die NVA kann die vorhandenen Strukturen ohne große Veränderungen für ihre Zwecke ausbauen. Proras Trümmerlandschaft. Übungsgelände für die Fallschirmjäger. Eliteeinheit der NVA. Prora wurde zu einer der größten und berüchtigsten Kasernen der DDR. Etwa 13.000 Soldaten waren hier im Durchschnitt bis zur Wende stationiert. Die Kaserne wäre hier niemals entstanden, wenn es dieses KDF-Seebad im Rohbau nicht gegeben hätte. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, wäre diese Anlage in der DDR-Zeit Rohbau geblieben und nicht zur Kaserne ausgebaut worden, hätten wir sie heute eventuell gar nicht mehr hier stehen. Also insofern bedingen sich diese beiden Zeiten eigentlich gegenseitig. Und es ist eben sowohl ein geplantes KDF-Bad gewesen, als auch eine DDR-Kaserne. I think that story in of itself, diese Geschichte spiegelt den Kampf der DDR mit dem Erbe des Dritten Reiches wider. Sie konnten es sich nicht leisten, es komplett abzureißen. Also mussten sie es wieder nutzen. Und wofür? Für die Armee. Die rein funktionale Architektur mit schlichten Zimmern und endlosen Fluren, mit effizienter Unterbringung von Tausenden, ist für Soldaten
bestens geeignet. Schließlich mangelt es an Ressourcen und trotzdem versucht man, sich auf einen möglichen Angriff des Westens vorzubereiten. Es gilt, alles das zu tun, was den Sozialismus nutzt und dem Kapitalismus Schaden zufügt. Der Kapitalismus ist noch da, die DDR ist verschwunden. Das prägt den Nachwendeumgang mit dem Erbe von fortan zwei Diktaturen im ganzen Land. Prora trägt diese doppelte Geschichte in sich. Und die erforscht Justinian Jampel. Der Historiker hat in Los Angeles das größte DDR-Archiv der Welt aufgebaut. Das Wendemuseum bewahrt, was hier entsorgt wird. Jampel beobachtet, wie die Deutschen mit ihrer Geschichte umgehen. Nach dem Fall der Mauer begann eine neue Zeit der Transformation. Ein Ringen darum, was die neue Erzählung sein wird. Welche Geschichte erzählt man heute? Wie hat sie sich verändert? Die über das Dritte Reich und über die DDR-Nachkriegszeit. Manche dieser sehr schwierigen und abstrakten Themen lassen sich nur erklären, wenn man solche Gebäude als ein Brennglas auf die Geschichte versteht. Prora, das ist 40 Jahre Nutzungsgeschichte DDR. Die steht nicht unter Denkmalschutz. Das Militär hat sich dieses Gebäude wie eine Uniform übergestreift und immer wieder angepasst. Von Jahr zu Jahr, von Block zu Block. Nach den Sowjets zieht die kasernierte Volkspolizei der DDR ein. 1956 umgewandelt in die neu gegründete NVA. In Prora verteilt sich das ganze Spektrum. Eliteeinheiten, Artillerie- und Panzerregimente, ein NVA-Erholungsheim, Militärhochschulen auch für ausländische Militärkader sozialistischer Bruderländer und Bausoldaten. Nach und nach verwischen ihre Spuren. In Prora spiegelt sich die Militarisierung einer Gesellschaft wider. Auch die Willkür und die Schikanen. Prora war schon berüchtigt wegen seines Drills. Schon in den 50er Jahren herrschte hier ein hartes Regime. Die Leute kamen hier nicht weg. Es ist bekannt, dass es mehrere Suizide in diesen Jahrgängen gegeben hat. Es war ein finsterer Ort, wo es eben Dinge gab, die die Menschen an ihre Leistungs- und an ihre psychische Grenze vor allen Dingen gebracht haben. Das galt vor allem für die Bausoldaten, Kriegsdienstverweigerer, die in der DDR den Dienst an der Waffe ablehnten. Viele von ihnen Regimegegner. Prora war ab 1982 der größte Standort der Bausoldaten in der gesamten DDR. Drei Worte genügen, nie wieder Rügen, so sagten die Soldaten. Prora war für viele Soldaten halt das Ende der Welt, weil sie von der Insel sehr schlecht runterkamen und am Rügener Strand die DDR geendet hat. Man hat dann die Schwedenfähre so schön vom Fenster abfahren sehen. Prora war hermetisch abgeriegelt. In der DDR, es hat auf der Landkarte so gut wie gar nicht stattgefunden. Rundherum waren Stacheldrahtzäune, doppelte Postenzäune. Man durfte das Objekt Prora nur mit einem Berechtigungsschein betreten. Bereits Anfang der 50er Jahre verschwindet Prora von der Bildfläche. Ein 1900 Hektar großes Gebiet. Um Krieg zu spielen. ...1972 simuliert die NVA eine Atombombenexplosion auf dem Areal. Für Zivilisten ist Prora tabu.
Niemand weiß genau, was hier passiert. Es herrscht Schweigepflicht. Bilder sind verboten. Pora war Sperrgebiet, da saß das Militär. Dort hat man diese Bausoldaten hin verfrachtet, damit sie weg und aus dem Blickfeld sind. 14.000 Bausoldaten werden so bis zum Ende der DDR über die Republik verteilt. Bausoldaten gelten als Staatsfeinde. Die Bausoldaten waren extrem wichtig für die Entwicklung der Dissidentenbewegung im Osten. Sowas wie die erste Stimme des Widerspruchs, die Anti-Haltung. It's a fantastic way to also get at Nicht nur an den Bausoldaten, auch an dem Umgang mit dem Gebäude lassen sich die inneren Kämpfe der DDR sehr gut erkennen. Die Regierung sah sich quer durch Ostdeutschland mit einer Gesellschaft konfrontiert, die nicht funktionierte und immer mehr schrumpfte. Raus aus der DDR, über die Ostsee. Mehr als 5.600 Menschen versuchen die Flucht. 913 schaffen es. Mehr als 4.500 werden geschnappt. Mindestens 174 Menschen ertrinken. Es ist weit nach Bornholm, vom Strand in Rügen. Trotzdem Faltboot oder Luftmatratze. Und dann die unsichtbare Mauer überwinden. Vorwärts. Und dann vergessen. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz genosse ist, reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Ich komme aus einer Familie mit einem berühmten Vater, dem ich also auch versprechen musste, nicht in den künstlerischen Bereich meinen Beruf zu wählen und habe immer schon im Leben darüber mal nachgedacht, was tut man eigentlich so als Sohn eines berühmten Vaters, wie geht man dann mit seinem Leben um? Wird man wahrgenommen oder wird man nicht wahrgenommen? Und die Chance, die ich bekommen habe mit Prora, ist natürlich auch, dass ich wahrgenommen werde. Das klingt nach Lebenswerk. Und Prora ist groß genug dafür. Hier überlagert sich alles. Die Biografien, das irritierende Nebeneinander zweier düsterer Vergangenheiten, die Baustelle Gegenwart und eine sonnige Zukunft zum gesamten Panorama. Sie sind in Prora. Und wenn Sie in Prora sind und den Namen aussprechen, haben Sie die ganze Geschichte an der Backe, ob Sie wollen oder nicht. Die kriegen Sie da nicht los. Das geht gar nicht. Ja. Aber ich meine, Geschmacklosigkeiten und gehören irgendwie zu demokratischer Kultur. Und wenn der Immobilienmensch das verkauft kriegt und die Leute das machen, sollen sie es tun. Aber glücklich werden sie damit nicht. Das wird immer der Makel bleiben, dass man sich nicht von der Geschichte gelöst hat, sondern in die Geschichte eingezogen ist. Und das macht es so dramatisch. Man zieht in die Geschichte der Nazis und der DDR ein und macht da Ferien. Also dieser Zusammenhang als Geschichte gebaut, als Erzählung gebaut, da gruselt es einem doch. Aber das Gruseln hat immer auch Anziehungskraft. Zusehen, wie der Sozialismus zerfällt und zerbröckelt. Seit der Wende. Und weiterhin in Block 5. Der letzte im Besitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Spuren einer Rückeroberung des Raumes.
durch eine andere Generation. Der Geist von Prora kann nur durch die Jungen vertrieben werden, sagt Udo Knapp. 2011 wird in einem Drittel von Block 5 eine Jugendherberge eröffnet. Natürlich die größte der Welt. Es ist Freiraum. Ich biete das auch meinen Gästen so an und sage einfach, hier sind 48 Hektar Freiraum. Nutzt sie. Legal natürlich, also immer auf jeder auf seine Art und Weise. Aber nutzt den Freiraum, den ihr habt. Den nutze ich genauso. Und ich glaube, das kann man, wenn man so etwas weitergeben kann, dann ist das toll. Dann entstehen eben auch so ganz, ganz schöne Sachen und sehr kreative und faszinierende Dinge. Prora erzählt etwas über die demokratische Kultur nach der Wende, vom Scheitern der Aufarbeitung. Prora ist eine verpasste Chance, die eine neue Generation trotzdem nutzt. Für Freiraum. Für Urlaub. Zum Feiern. Nur 3 Monate dauert die Saison auf Rügen. Architektur hat den größten Einfluss auf den Menschen. Es geht nicht darum, was du liest, was du weißt oder was du siehst. Es ist dein Fenster, deine Tür, die Dinge um dich herum prägen das Empfinden für die Welt. Wenn du das Fenster öffnest, die Tür öffnest, irgendwo reingehst, dann wird das deine Welt. Es ist kein Zufall, dass für Diktatoren Architektur so wichtig war. Sie hatten die Maschinerie verstanden. Der Bau von Wohnungen und Gebäuden und die Stadt selbst schaffen einen bestimmten Geist, einen bestimmten Menschentyp, den sie brauchen, weil dieser Menschentyp das tut, was sie ihm sagen. Also ja, Architektur hat eine große Verantwortung dafür, wer wir sind. Und wer wir sein wollen.